Lass uns Roboter spielen! Du hast alles zusammengebaut und es hat wahrscheinlich nur 10 Stunden gedauert? Ja, ich glaube so circa 4 bis 5 Stunden insgesamt hat es gedauert. Oh fuck, ey. Und das meiste war auf einen Knopf drücken, damit es weitergeht. So, einfach direkt rein Roboter spielen. Ja, natürlich. Keine Ahnung, wie das ist, aber das Visier ist unten. Zerschmetter mit Schlägen, Rick! Ah, okay. Ich laufe. Oh, man sieht sogar auf den Rücken, sieht man diese Dinger. Und jetzt Kaputthaus. Ja, du kannst fahren. Und auf einmal ist er wie ein Kleinkind. Ganz ehrlich, das Ding wird irgendwann kaputt gehen. Das wird nicht überleben. Vor allem, wenn Kinder damit spielen. Ja. Ich laufe einfach durch die Häuser durch. Was ist das für ein Ding da? Mach das Visier ran. Yeah, cool. Yeah, Flugmodus, what the fuck? Oh, shit. Ich bin der Nachbar von oben. Warte. Was ist deine Aufgabe eigentlich gerade? Ich weiß es nicht, aber ich habe Kombo. Ah, du hast ein Zeitlimit, sehe ich gerade. Du hast noch eine Minute Zeit. Du musst wahrscheinlich so viele Punkte wie möglich machen. Aber mit was? Mit einfach Sachen zerstören? Ja, ich glaube, dafür kriegst du dafür keine Punkte. Das ist ja keine Anzeige. Da, 10er-Kombo, 1 Milliarde Punkte oder was du da bekommen hast. Ich sehe bestimmt voll dämlich dabei aus, oder? Ach, gar nicht. Ja. Was meinst du, wenn du 10 Jahre alt wärst? Wäre es das Ding für dich? Wenn ich 10 Jahre alt wäre, wäre das wahrscheinlich nach einem Tag kaputt. Oder keine Ahnung, wenn ich dann meinen Best Friends von damals da so vorbeigekommen wäre, dann wäre es wahrscheinlich sofort kaputt gegangen. Sieht ein bisschen aus, als würdest du eine Kuh melken. Aber sehr doll. Beim Kuhmelken gibt es keine Kombos. Oh, 10, 9, 7. Wollen wir mal schauen, was es noch zu entdecken gibt. Wie findest du die Steuerung da drüben, da oben, da hier? Guck mal. Das ist weird. Ja, man muss, während man das Ding drauf hat, muss man da steuern, Sachen auswählen. Das ist ein bisschen strange. Ich gucke die ganze Zeit hoch. Diese Unmengen Spaß in deinen Augen. Ist geschafft. Ja, nicht mal. Ist das deine Schlagkombi? Ja, ich glaube schon. Sieht eher aus, als würdest du irgendwie auf dem Ballermann irgendwie rumgrölen. Oi, oi. Zu irgendeinem Katja Kratschawitsche-Song. Oh nein, es kommen Bomben. Achte auf deine Deckung. Kombo. Schön. Ja, 20 Millionen Punkte. Die fangen gering an mit den Punkten auf jeden Fall. Ja, so leicht zu zählen auch für Kinder. Das ist eine Beschäftigungstherapie. 6 plus. Wie viel hat das eigentlich gekostet? Ich hab's vergessen. 80 Euro oder sowas. So, und bei Garage kann ich jetzt wahrscheinlich Farben ändern und sowas. Ja, geil. Cool. Ja, jetzt muss ich halt die Schrauben reinstecken. Oh, warte, ich steck dir eine Schraube rein. Einen Moment. Hörst du auf zu lachen. Warum muss man diese eine Schraube da reinstecken? Rick, ich habe hier eine Schraube. Ja, wir brauchen zwei, du. Ich stecke erstmal eine da rein. Na, wie fühlt sich das an? Na, spürst du schon was? Ich spüre was. Ach, das ist Leuchten. Ich steck's mal ins zweite Loch. Spürst du es? Ein Glanzeffekt, glaube ich, oder? Ein Glanzeffekt? Ja, geil. Shiny. Ja, das ist Statistiken. Toll. So, wozu war jetzt? Jetzt kann ich oben noch eine Schraube reinstecken. Wow. Das ist. Ja, das meine ich. Warum machen die da kein Loch rein? Warum muss man es erst auseinanderbauen? Das ist ja super pervers anstrengend. Ist doch nur, damit es kaputt geht. Nee, das sind die einzelnen Teile, die ich jetzt. Wie anstrengend ist das? Du musst es ja absetzen dann am besten beim. Ja, du musst den absetzen und so zusammenbauen dann. Oh. Und jetzt muss ich wieder rüber reinstecken. Und es ist richtig ätzend, diesen Rucksack anzulegen. Der ist nicht so. Das ist kein echter Rucksack, ne? Ich habe keine Lust mehr, das ist mir zu dumm. Ja, das. Hier, nimm deine scheiß Schraube. Vor allem, es gibt anscheinend ja keinen richtigen Spielmodi, außer kaputt machen für Highscore. Mhm. Und dafür kannst du neue Sachen freischalten, aber es reizt nicht so, das jetzt nochmal zu machen. Da musst du wirklich 10 Jahre alt sein und mit deinem Kumpel irgendwie Bock haben, Sachen zu zerstören. Aber 10-Jährige dafür spielen alle Fortnite. Scheiße, Mann. Okay, Leute. Das war Labo 2, der Roboter, der nicht so viel kann.
und nicht so viel Spaß macht, aber dafür teuer ist. Karton! Das habe ich 5 Stunden zusammengebaut, damit ich nicht mal eine Stunde spielen kann. Das ist traurig. Ja.